Kapitel 3 – Eine Bürde des Blutes. Lukas, komm, jetzt gleich! Komme! Ich habe Hugo weinen gehört, was ist? Er hat nicht gut reagiert, er hat einen Anfall. Was? Mutter! Du musst das beenden, wir kennen den Mann nicht. Amicia, diese Sache musste irgendwann geschehen. Und dieser Mann ist ein ehrenhaftes, hochrangiges Mitglied der ältesten Alchemistenschule. Der Orden kennt die Makula. Hugo ist nicht allein. Ich bin hier. Wir brauchen Nachtschatten gegen das Zittern. Und zwar so schnell wie möglich. Außerhalb der Stadt findest du einen Kräuterkundler. Er lebt am anderen Ende des Metzgerviertels, ganz kurz vor dem Wald. Du wirst ihn sehen. Natürlich. Ich komme mit. Hier bin ich ohnehin nutzlos. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu A Black Tail Requiem. Wir suchen Nachtschatten. Lisa, wenn ich mich erinnere, wir richtig erinnere, los. Ist das wir lila. Haben einen weiten Weg vor uns. Oder? Bin mir nicht sicher. Ich folge einfach mal den Typen. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Es wird einfach immer schlimmer. Ich weiß, du machst dir Sorgen, aber lass Magister Vaudin ein bisschen Zeit. Zeit? Wofür? Damit es Hugo noch schlechter geht? Für seine Tests. Er versteht etwas von seiner Arbeit. Er ist der Beste in seinem Gebiet. Ach, hör doch auf! Er behandelt meinen Bruder wie ein Tier. Nein, wir brauchen eine andere Lösung. Wie die Insel, von der Hugo träumt. Ein Traum, Amicia. Was sollen wir damit anfangen? Bitte, gib ihn einfach noch nicht auf. Mach ich nicht. Aber das reicht nicht mehr. Alle verschwunden. Oh. Wir müssen hier entlang. Unfassbar, dass sie den Zugang zur Arena gesperrt haben. Was ist da passiert? So, unser Tor müsste da drüben sein. Oh, hier stinkt's. Das heißt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Da ist es. Nein, das heißt, dass die Ratten irgendwo in der Nähe sind oder waren. In der Arena scheint es einen riesen Verbiss gegeben zu haben. Bist du bereit? Ja, gehen wir. Faules Fleisch. Ja, das hier ist das Metzgerviertel, der kürzeste Weg zum Kräuterkundler. So, deswegen meinte er. Ich dachte gerade, das Huhn spricht mit mir. Schweinefleisch, saftige Bratenstücke, köstliches Fleisch. Köstlich ist klar. Wenn ihr noch nie Fleisch hattet, habt ihr was verpasst. Das kam aber auch gerade so geil, das Huhn hebte so den Kopf. Wir sind noch nicht da und Hugo könnte es jetzt schon schlechter gehen. Beeil dich. Wird schon alles gut. Wo müssen wir denn hin? Wahrscheinlich hier rum, oder? Ach, ich liebe diese Sequenzen, wo man nicht vernünftig laufen kann, sondern immer stundenlang braucht, wenn man irgendwo durch will. Was ist hier los? Oh, lasst uns durch. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Anscheinend nichts Gutes. Dieses Viertel ist jetzt gesperrt auf Befehl des Grafen Viktor von Arl. Kein Zutritt zu eurer eigenen Sicherheit. Sperrt uns nicht aus! Nein, Hugo kann nicht warten. Vielleicht kommen wir woanders rein. Sagt schon, was los ist. Meine Kinder sind da drin. Wir wissen, dass was nicht stimmt. Ja, was verschweigt ihr uns? Gab es Tote? Wo sollen wir denn bitte hin? Also so wie die gesagt haben, dass es da gestunken hat, gehe ich mal stark das davon aus, dass es Tote gab. Was meinst du? Wie kommen wir da rein? Warte. Wie warte? Ich glaube. Also wenn einer zu mir sagt, warte, dann gehe ich mit dem, ne? Aber was denn? Hier lang, Amicia. Okay. Ach, da. Sieht sicher aus. Ob hier jemand wohnt? Sind gleich wieder weg. Sehr sicher. Alles voller Blut. Wirklich, oder? In die Schlachtabfälle?
Da sollen wir rein? Ja! Wuhu! Nicht nachdenken und nicht atmen. Springen! Nur keine Ahnung, wie die jetzt wieder rauskommen. Nein, nein, nein. Oh nein, sag nicht. Ja, hab was in den Mund gekriegt. Nicht atmen, hab ich gesagt. Ich hatte Panik. Oh, Lukas. Also wenn die Krähen auf uns gehen, wissen wir warum. Die daraus geboren werden. Warum denkst du ausgerechnet jetzt an sowas? Weil ich sonst den Verstand verliere. Ja, aber so verliere ich vielleicht meinen. Es ist nur Materie, die sich verwandelt. Ich muss kotzen. Gut, dass sie so hohe Stiefel hat, da wird schon Hose wenigstens nicht nass. Oh Gott. Die Stiefel sind ruiniert. Aber nur die Stiefel, der Rest nicht. So, jetzt ist die große Frage. Ist voller Blut. Wie die Arena. Das ganze Gebiet ist ein Köder. Ich kann hier aber nicht rüber. Ach so, Moment. Ich bin mir nicht sicher. Ich denke, jeden Moment kommt jetzt bestimmt hier irgendwo eine Wache an. Was haben wir denn da? Ah, sehr schön. Wenigstens noch eins dabei. Damit wir unsere Vorräte nochmal so ein bisschen aufstocken können. So. Achso, Moment. Ich will aber jetzt erstmal wieder. So. Der Karren steht im Weg. Dann mach ihn doch weg. Ich wollte aber eigentlich gucken, ob ich hier irgendwo durch eine Tür komme. Nicht, ob der Karren da im Weg steht. Aber anscheinend können wir das nicht. Geh mir doch mal aus dem Weg, Kleiner. Ach so, ja, sie möchte ihn noch wegmachen. Dann wir müssen weiter. Hilf mir mal bitte. Ja. Halt, nein! Was ist das? Oh nein, nein, nicht schon wieder! Wir brauchen Licht und zwar schnell. Ich wusste es. Sie schwärmen aus. Jetzt müssen wir schon wieder durch sie durch. Das schaffen wir. Denk einfach nur an den Nachtschatten. Ja. Ja. Die Ratten machen mir die wenigsten Sorgen. Die Typen mit den Messern, die machen mir mehr Sorgen. Also mit den Äxten, nicht Messern. Hörst du das? Hier sind immer noch Leute. Sie haben das Viertel nicht evakuiert. Genau wie in der Arena. Die Feuer sind nicht hell genug. Wir kommen nicht rüber. Doch, doch, keine Panik. Hinten konnte ich was runterschießen. Ich gucke nur gerade mal, ob ich noch was anderes machen kann. Die Frage ist, wenn ich das jetzt hinten runterschieße, gehen die dann alle darüber oder muss ich trotzdem nochmal Feuer reinwerfen? Das ist jetzt die große Frage. Ich mache jetzt. Moment, ich fülle das jetzt erstmal nach. So. Dann. Ich bin todesmutig. Zwei Schritte nach vorne. Das war vielleicht nicht so clever. Du darfst auch gerne schießen. Hallo? So, mal nachsehen. Fuck. Ich glaube, das war so nicht gedacht. Okay. Dann nehmen wir das. Und wenn das mal runtergehen würde, machen wir uns den Weg erstmal frei. Kommen gleich nicht mehr zurück. Hier sind die aber nicht sehr abgelenkt. Wir müssen hinten, denke ich, mal rein. Junge, warum stellst du dich nach vorne? Möchtest du Rattenfutter werden? Ist es wirklich das, was du möchtest? Möchtest du dich selbst umbringen? Sie müssen sich bewegen. Da kommen sie nicht ran. Der Beutel. Genau wie die auf dem Karren. Schieß mal mit der Schleuder drauf. Mit deiner Schleuder einen Stein auf einen Salpeterbeutel, um eine Wolke zu erzeugen. Die Flammen löscht und Gegner erstickt. Ja, aber Flammen will ich nicht löschen. Hallo? Mit einem Stein. Na gut. Also... Er hat gesagt, ich soll das machen. Wir probieren das mal aus. Was ist das für Pulver? Salpeter wird eigentlich zum Pökeln verwendet. Aber wir können damit die Flammen ersticken.
gut zu wissen. Himmel, sie sind überall. Paul, lass uns gehen! Warte! Das Licht! Stadtbewohner? Vermutlich. Wie viele sind noch hier? Wieso hängt das jetzt direkt neben dem Feuer? Ich kann das ja jetzt nicht rüberwerfen oder so. Ich könnte die jetzt nach links quasi ziehen. Ich denke mal, dass ich zur Tür muss, aber ehrlich gesagt bin ich mir hier gerade nicht so sicher. Ich guck mal eben, also durch die Tür denke ich mal, komme ich nicht, ne? Nee. Okay, dann. Ach, da ist eine Leiter, sehe ich gerade. Ah, okay. Okay. Ich weiß immer noch nicht, was das hier rechts mit dem auf sich hat, weil da ist ja, wie gesagt, das Feuer. Aber wir versuchen mal. Da ist eine Leiter. Wir müssen die Ratten irgendwie weglocken. Ich weiß. Bleib mal ganz cool. Eine haben wir noch. Oder, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich probiere mal einfach, mal eben das eine runterzuschießen, bevor wir das andere machen. Jetzt das Feuer. Wir brauchen etwas Salpeter. Ja. Ach so. Okay. Frage ist, wo kriegen wir das jetzt her? Ach so, Moment. Ist es so dunkel? Ich hoffe, die bleiben. Das ist noch mehr Salpeter, oder? Ja, jede Menge. Das sollte jedes Feuer löschen. Dann los. Die habe ich gar nicht gesehen. Nein? Ja? Ja, noch ein Stück. Ich sehe überhaupt nichts, gerade mit der Kameraperspektive, aber Hauptsache. Okay, also das müssen wir löschen. Komm, mach. Das ist nah genug. Komm, geh. Finde ich auch. Moment, ich nehme was mit. Das Zeug ist nützlich. Wir bleiben, glaube ich, lieber alles hier kann. Stehen. Tob dich aus. Alles okay. Im Griff. Mach ich. Hinten. Schön weg da, Junge, ne? Oh. War jetzt nicht so wie geplant. Und jetzt weiter. Ja, gut gemacht. Ich hoffe, wir finden hier unseren Kräuterkundler. Er wohnt außerhalb, oder? Da könnte weniger Chaos sein. Da haben wir noch was. Sehr schön. Also ich bin ja ganz ehrlich, ich liebe diese Szenen mit den Ratten. Auch wenn ich dabei öfter mal gestorben bin im ersten Teil, weil ich irgendwie nicht so ganz gecheckt habe, was ich jetzt machen muss teilweise. Oder halt zu spät, sag ich mal, von der Reaktion her war. Aber das, bin ich ganz ehrlich, liebe ich wirklich am meisten. Ich hasse es, wenn irgendwelche Typen daherlaufen. Ah, haben wir ein Messer? Ja, wir haben ein Messer. Sehr geil. Und nun? Kann ich hier runter? Darf ich hier runter? Kommt hier jemand? Ich hab noch drei erwischt. Er hat sich ganz schön gewehrt. Was? Oh nein. Ein Soldat. Hey! Was treibt ihr hier? Wir sind schon weg. Hier kommt niemand raus. Befehl ist Befehl. Moment, was ist mit Alchemiewissen? Ihr solltet tot sein. Er wirft gleich. Amicia! Oh Gott. Das war so knapp. Du hast gerade einen Soldaten der Provence getötet. Ja, das mache ich schon mal öfter. Warum hat er angegriffen? Ach so, das sind die von hier. Das meint er jetzt damit. Okay. Moment, ich kann hier wahrscheinlich nicht rein, ne? Weil weiße Farbe bedeutet normalerweise Pest oder sowas, glaube ich. So Pest, Tod, Cholera. Sie ermorden die Bewohner. Sie säubern jetzt die Viertel. Hey, komm zurück, du Mistkerl! Vorsicht! Nein, lass mich los! Scheiße! So einer Schmiede. Die scheiß Nager töten schneller als wir. Der exekutiert uns sofort. Wir oder sie. Öko kann nicht warten. Er braucht den Nachtschatten. Da hast du recht. Ist da noch einer? Hör zu. Du kannst Salpeter verwenden. Nimm das und stell ein bisschen Extinguis her. Das sollte reichen, um die Fackel zu löschen. Extinguis, alles klar. Extinguis. Mach mich hier doch nicht komplett verrückt. Und dann? Jetzt
schießt es auf die Fackel um. Naja, ich weiß. Mein Gott. Tja, hat geklappt. Das ist cool. Ich habe schon Übung darin, aber trotzdem... Verstörend. Ja, war vielleicht nicht das letzte Mal. Trotzdem, danke. Kommen wir da jetzt so dran vorbei? Oder gehen jetzt weiter nach links, wenn wir da rumgehen? Und die andere Frage, sieht der Typ uns? Ihr Mistviecher scheint mich zu mögen. Je mehr Leichen auf der Straße, desto mehr... Was? Runter, da ist noch einer. Nichts. Kann ich den nicht... Ach so, scheiße. Das war jetzt das Falsche, ne? Halt's Maul! Nicht mein Problem! Wer rauskommt, wird hingerichtet! Schon wieder? Und ich bin allein hier. Verdammt! Schon wieder? Was zur... Haben es wohl verdient. Keine ja, Zeit haben sie. Hugo wartet. So, jetzt habe ich Schlauberger natürlich da hinten das Ding ausgemacht. Das war ja auch eigentlich ein bisschen anders geplant. Problem ist jetzt nur, komme ich von hier aus da dran? Kann ich hier nochmal ein neues machen? Nicht viel, aber... Oh, es ist zu weit weg. Das ist nicht euer Ernst. Habe ich mir das jetzt selber... kaputt gemacht hier? Nee, jetzt. Okay, also da haben wir schon mal, aber hier laufen immer noch so ein paar rum. Da müssten wir dann quasi wieder mit so einem Ding laufen, nehme ich mal an. Habe ich jetzt das Richtige drin? Ja. Gehen jetzt hier aber nicht rum, oder? Nein, lauf! Och, warum läuft die nicht weiter? Wie doof ist die? Na gut, also wir sollten anscheinend doch nochmal das Ding werfen. Ich hab gedacht, okay, die Paratten, die machen ja nichts. Bleibt mir vom Leib, klar? Runter, da ist noch einer. Scheiße, ich mach die Türen sicher nicht auf. Ich weiß, was da drin ist. Lasst uns raus! Die Ratten kommen! Halt's Maul! Nicht mein Problem! Wer rauskommt, wird hingerichtet. Die Frage ist jetzt nur... Ich hoffe, ich habe das Messer jetzt, ne? Bleibt drinnen! Also, wenn ihr noch lebt. Jetzt geht der da hinten hin, oder was? Habt ihr gehört? Wer rauskommt, wird exekutiert! Jetzt aber vorsichtig. Was? Ach, lauf! Geh mir aus dem Weg, du dummer Idiot! Mann! Zeit für Gewissensbisse. Hugo wartet. Was war das denn jetzt, dass der Vollidiot mich hier nicht durchlässt? Oh. So, kann ich da noch mehr machen? Nein. Okay, Feuer. Also, sind die natürlich direkt vor uns. Also es war anscheinend nicht so geplant, dass der jetzt da in der Ecke liegt, muss ich dazu sagen. Oh, kann ich das noch nehmen? Oh. Und markiert die Häuser, die ihr gesäubert habt, mit einem Kreuz. Die Leichen müssen dringend aus der Stadt gebracht werden. Klar, weil die Ratten den Leichen hinterherrennen. Wie kann man nur so dumm sein? Ich würde ja das Ding ausmachen. Das Problem ist nur, er hat halt die Fackel. Die Frage ist jetzt auch, müssen wir da hoch oder müssen wir eventuell hier links rum?
Hinten ist Salpeter drin, oder? Wenn ich das richtig sehe. Oh, jetzt dreht er sich natürlich genau jetzt um, jetzt wo ich nach links laufen will. Toll. Drehen Sie sich um, junger Herr. Sucht euch was anderes zu fressen. Ja, dich zum Beispiel. Ach, lauf, ey. Ich wollte gerade sagen, die Ratten kommen doch jetzt hier nicht durch, oder? Frage ist, müssen wir jetzt da durch? Sieht mir irgendwie nicht so danach aus gerade. Ich denke mal eher, dass wir hier... Ja, dreh dich nochmal um. Aber was machen wir jetzt mit dem Kerl? Wir haben kein Messer mehr. Wir können natürlich auch schlecht da unten rein. Ihr Mistviecher scheint mich zu mögen. Ich verstehe auch nicht, warum ich bei ihm nicht einfach das Ding quasi, also die Fackel abschießen kann. Mit dem Salpeter. Ich könnte theoretisch was unten reinwerfen und dann nach oben. Aber dann erkennt er mich doch sowieso auch, oder? Ich glaube nicht, dass das jetzt so funktioniert. Dann stelle ich mich erstmal hier hinten hin. Ist das richtig jetzt drin? Ja. Unseren Kumpel sieht ja eh keiner. Bleibt mir vom Leib, klar? Jetzt schnell. Nö, kriegt der nicht mit. Ach nee, komm. Dein Ernst. Die Häuser, die ihr gesäubert habt, mit einem Kreuz. Die Leichen müssen dringend aus der Stadt gebracht werden. Klar, weil die Ratten den Leichen hinterherrennen. Wie kann man nur so dumm sein? Aber ich muss auf jeden Fall hier rum. Also davon gehe ich jetzt doch mal stark aus. Aber wie soll ich hier vorbeikommen, wenn ich die Ratten hier nicht von mir wegkriege? Soll ich zwei hintereinander reinwerfen? Gut, das kann ich jetzt nicht mehr. Also nehme ich an, dass das jetzt nicht Sinn und Zweck ist. Vielleicht müssen wir doch da hinten in die Ecke rein. Keine Ahnung. Das kann ich mir nicht vorstellen irgendwie. Wo ist denn... Das ist doch das Stadttor, wo wir hin müssen, oder? Ihr Mistviecher scheint mich zu mögen. Ich mag dich nicht. Ich krieg den da oben überhaupt nicht irgendwie. Also, nein, das wollte ich jetzt nicht. Was ich machen kann, ist das nochmal mit dem Salpeter da oben. Woher kommt dieses Geräusch? Nein, ich kann keinen mehr herstellen. Schau doch mal alles nach, sauber. Du alter Drecksack. Och, dein Ernst. Was zur? Ich krieg den ja sonst nicht hier runter. Ich krieg ihn ja sonst nicht hier runter. Oh, ist das ein nerviger Kerl, ehrlich. Ja, das ist ja toll gekontert wieder. Super. Ich kann nicht stechen. Nein. Dein Ernst? Sie verlassen die Stadt, da wohnt der Kräuterkundler. Wir
Wir wurden entdeckt. Nein, wir wurden nicht entdeckt. Da oben. Lauf du mal schön da unten weiter rum. Ich muss hier oben weiter. Wehe, ihr Viecher greift mich jetzt an. Hier ist nämlich überall Licht. So. Ein Werkzeug. Mit einer Werkbank könnte ich meine Ausrüstung verbessern. Haben wir aber nicht. Also bringt uns das nichts. So, jetzt muss ich aber trotzdem nochmal gucken. Die können wir nochmal, die können wir nicht, doch, da haben wir jetzt auch was von gefunden, sehr schön. Jetzt haben wir nur keine Töpfe mehr, das ist natürlich doof. Und, wo sind die Typen hin, die jetzt hier oben standen? Soldaten! Nein, er hat dem Wolf den Oberbefehl über die Stadt gegeben. Da unten. Dem Wolf? Das erklärt das Gemetzel. Der Mann ist ein Kriegstreiber. Zwei Fackeln? Zu viele für ein Extinguis, aber füll es in einen Krug, dann entsteht eine Wolke. Ich hab keinen Krug mehr. Könnte klappen. Doch, da hinten sind sie. Die Sammler haben schon alles ausgeräumt. Vielleicht haben sie was übersehen. Na dann viel Glück. In einen Krug. Hättest du mir das nicht vorher sagen können, du Idiot? Die einzelnen Fackeln konnte ich ja offenbar nicht damit ausschalten. Schon genug Zeit gekostet. Komm. Das Fallgitter ist unten. Das lässt sich bestimmt wieder öffnen. Wenn wir da hochkommen. Ich habe noch keine Ahnung, wie. Vor allen Dingen haben wir jetzt hier unten. Achso, die sind jetzt beschäftigt, ne? Ah, ich hoffe, die sind lang genug beschäftigt. Bin mir nicht sicher. Ich hoffe, Hugo hält durch. Tut mir leid, aber er hat Schlimmeres überlebt. Das muss aufhören. Komm her. Komm her. Put, put, put. So, und jetzt? Oh, ich glaube, wir haben ein Problem. Was? Oh, das Ding rastet nicht ein, also müssen wir rennen. Willst du mich verarschen? So, lass auf mein Kommando los. Ich weiß doch gar nicht. Oh Gott. Jetzt, los! Ich komme! Komm schon, schneller! Bin direkt hinter dir! Lauf! Puh. Ja. Oh. Geschafft. Gut gemacht. Schau, keine Ratten. Die haben also an der Mauer angehalten? Mauern sind denen egal. Ihnen geht's nur ums Futter. Ich sehe auch keine Soldaten. Hey, mir ist gerade was eingefallen. In Vaudans Labor war ein Fresko einer Insel. Ich habe sie gesehen, Lukas. Was sagst du jetzt? Vaudan scheint sie zu kennen. Schon gut, schon gut. Ich frage ihn. Danke. Steht so ein bisschen also, da, als ob sie besoffen Mutter hat mehr. Gesagt, dass der Kräuterkundler am Waldrand wohnt. Dürfte nicht mehr Wald sein. Ja, ich würde aber trotzdem sagen, wenn die jetzt endlich mal mit dem Reden aufhören, dass, ach so, das müsste das Haus da hinten sein, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, nachdem wir das drin gemacht haben, und dass wir den Rest dann mit dem Kräuterkundler in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.